Hallo meine lieben Freunde, heute ist Dienstag, der 22. Noch 2 Tage, dann haben wir Weihnachten und Heiligabend will ich in Death Valley verbringen. Ich bin hier gerade in meinem HiQ, alles gereinigt und es ist auch schon relativ spät. Eventuell werde ich gleich nochmal losfahren, mir, kann ich das hier mal zeigen, mir noch eine Uhr kaufen. Ja, Movado Store und da habe ich eine Uhr, die ist von $1000 runtergesetzt auf 390 irgendwie was, kommt noch Steuern dazu, ist man bei 430, 24. So eine Two-Tone Gold Uhr, die ist echt schick. Ich glaube, die würde ich mir gönnen. Ich weiß das noch nicht so genau. Vielleicht mache ich es auch morgen. Und die schreien auf dem Turm schon wieder rum. Ja, was ist passiert? Heute Nacht im Nachbarzimmer. Zwei Schwarze, das hört man jetzt ein bisschen an der Stimme. Zwei Schwarze, die Ehepaar, die haben sich gefetzt. Ne? Da flog richtig die Fetzen. Ich dachte, ei, was geht hier denn ab? Ne? Ich wollte schon die Kamera raus. Hätte ich, Idiot, ich hätte es mal machen sollen. Oh, da war richtig Randale. Ne? Ich weiß nicht, ob der da mit dem Fernseher rumgeschmissen hat oder der hinten mit dem Stuhl den Schädel eingeschlagen hat. Schreierei, also da war die Hölle los. Da war hier richtig Action mit Security, das volle Programm. Ne? Und in anderen Zimmern, vor anderen Zimmern lagen die Weiber vor den Zimmertüren, die wurden nicht reingelassen. Also richtig Alarm hier gewesen in der Bude, voll durchgedreht, ja, alle wieder geknallt. Ne? Und mit Heulerei, der Mack hat nachher geheult, die Alte hat geheult. Ein Lärm an der Bude. Die zünden da gleich Sprengstoff. Ne? Also ging richtig hart ab. Ne? Und jetzt bis eben gerade, bis vor kurzem, war da drüben, die haben sie wahrscheinlich rausgeschmissen. Die haben da voll rumrandaliert. Ne? Die hatten einen Ehestreit. Ne? Das hat sich so aufgebaut, eskaliert. Die Alte hat in einer Tour, das muss die Schwarze gewesen sein, ja, man hört das an der Stimme raus. Ne? Der Typ auch. Ne? Das müssen Afroamerikaner gewesen sein. Und die Alte hat in einer Tour auf den eingesappelt. Ich bin da auch durchgedreht. In einer Tour. Die hat da rumgeschrien, wie so eine Geisteskranke. Ging irgendwie um Beziehungsstress, ne? Um irgendeine Beziehungsscheiße. Die hat da rumgeschrien und rumgeschrien. Eine Stunde lang. Der Typ, der hat sich dann nur mal so prophylaktisch verteidigt. So habe ich es mitgekriegt. Die haben aber laut genug geschrien. Und dann ist der nachher ausgerastet. Also hat die so weit gebracht, dass der voll ausgeflippt ist, ne? Und dann fing dann an, die ganze Bude da zu zerlegen. Ja, egal. Und dann war hier Security, also Riesenalarm. Die haben sie rausgeschmissen. Richtig an die Luft gesetzt. Ne? Und den Schaden da drüben müssen sie wohl bezahlen. Wieso Schaden? Weil das Renovierungsteam, die haben ja hier so diese Hausreparateure und wie sie, also die ganzen Maintenance-Geschichten machen. Die waren hier den ganzen Tag im Nebenzimmer. Das ganze Zimmer am Ausräumen, hier bei mir vorbeikam, mit schwerem Gerät und dann wieder neue Sachen reinstellen und saugen und tun und machen. Also die haben da bestimmt eine Stunde rumgesaugt nachher. Ne? Also die müssen die Bude richtig in Arsch, also richtig kaputt gemacht haben. Ne? Die Lampen flogen dann wohl durch die Gegend. Der Fernseher wohl in Arsch, ich habe keine Ahnung. Ne? Telefon zerstört, ich weiß nicht. Oder der ganze Raum total zerledert. Ne? Und ja, jedenfalls waren sie hier stundenlang, bis vor eine Stunde waren die hier am Reparieren. Jetzt ist hier endlich mal Ruhe. Ne? Oh, ey, hier geht was ab, ey, geil. Ja, war ich noch unten bis vor 2 Stunden, war ich noch im Casino noch in Geil. Diesen Renovierungslärm habe ich natürlich nicht ausgehalten. Heute Vormittag sah das, dachte ich, das gibt Regen. Da hinten zieht es schon wieder ein bisschen zu, wie ihr seht. Ne? Also heute war richtig bedeckt, voll bedeckt und dunkle, schwarze Wolken. Ich denke, heute gibt's Regen, ne? Heute regnet der Himmel, heute weint der Himmel. Ja, und dann zog das nachher auf, da war das alles blau und jetzt zieht es wieder ein bisschen zu, so ein bisschen. Ne? Und heute mache ich ja meine Strip-Tour, meine Center-Strip-Tour. Vielleicht kaufe ich noch eine Uhr, so spontan kaufmäßig. Mit dem Gedanken Uhr kaufen laufe ich ja schon seit ein paar Jahren schwanger sozusagen hier. Dann habe ich eine schöne entdeckt und bin hier noch hergerissen. Ne? Soll ich sie kaufen, soll ich sie nicht kaufen? Aber ich glaube, ich werde sie kaufen. Ne? Ob ich es nur heute mache oder morgen, weiß ich nicht, aber vor Weihnachten noch. Na, so viel Zeit habe ich ja nicht mehr. Übermorgen ist ja Weihnachten. Wenn ich sie kaufe, zeige ich sie euch mal. Ey, schickes Ding. Ne? Aber eben, ich trage ja immer so diese Größe. Das sind so 35 mm Uhren. Das ist jetzt keine Movado. Das ist jetzt meine Urlaubsuhren. So teure Uhren. Eine Movado habe ich mir hier mal ruiniert. Ne? Ich habe noch eine zweite zu Hause. Und die habe ich jetzt seit Mai um. Und das ist so 45 mm Größe. Ihr seht ja, meine Handgelenke sind auch nicht unbedingt die größten. Und eine Uhr soll natürlich auch immer zu dem Arm passen. Und das ist so eine 40er. Das ist schon ganz schön der Brummer, das Teil. Ne?
Geht aber noch. Also sie wirkt kleiner, da sagen wir mal so. Ne? Und also ist noch im Rahmen dessen, es gibt keine 35 mm Uhren mehr, die mir gefallen würden. Und schon gar nicht diese Movado. Ich habe also eine ganz flache Movado. Die gibt es überhaupt nicht mehr. Ne? Die sind also vom Gehäuse her alle. Also die ist dünn, die ich mir jetzt kaufen will. Aber immer noch dicker, wie die, die ich habe. Ne? Ich stehe auf diese ganz flachen Flunderuhren. Ne? Das gibt es nicht mehr. Da gibt es von Movado so eine Sinline, aber die gefällt mir nicht. Ja. Und eventuell will ich dazu schlagen. Da habe ich noch eben gescheckt am PC. Also ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen hier mein Video hochzuladen vom 19. Ja, weil ich habe ja nur 1 Megabit Upload. Und das Ding ist, glaube ich, 4 GB groß. Ne? Das sind fast ein 2-Stunden-Video. Ja, muss ich dann unterbrechen. Dann denke ich, naja, okay, dann lädt es dann am nächsten Tag weiter hoch. Ne? Oder wenn ich wieder hier bin oder nachts oder so. Ne? Und das Ende vom Lied ist, er wird einfach nicht fertig. Ich muss immer wieder unterbrechen. Und wenn ich unterbreche, ist es manchmal so ganz komisch bei YouTube, dann lädt er an der Stelle weiter, wo man, also dann mache ich wieder einen neuen Upload und er erkennt, aha, das ist das Gleiche und setzt dann da quasi an der Stelle fort. Jetzt macht er das aber nicht. Ich habe schon 40% hoch gehabt. Dann denke ich, den Rest machst du auch nochmal, jetzt machst du nochmal 20 rauf und dann heute Abend nochmal ein bisschen und dann ist das Ding online. Ne? Er fängt immer wieder bei Null an. Ne? Ey, so eine Scheiße. Also heute Abend probiere ich es nochmal, wenn ich wieder zurück bin von meiner Strip-Tour, probiere ich es noch ein allerletztes Mal, hoffentlich wieder bis morgen früh dann fertig. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Dann muss ich das Video in Deutschland hochladen. Da habe ich ja nur ein Glasfaserkabel. Da geht das ja, zack, ist das online. Eine halbe Stunde hochladen. Eine halbe Stunde. Aber irgendwie so in den Dreh. Halbe Stunde, da so ein paar Gigabyte. Das ist ja rucki, oder 20 Minuten. Das ist ja rucki-zucki erledigt, der ganze Kram. Ne? Aber hier, ich will jetzt mit Anschlag begrüßen. Sorry. Also 1 Megabit ist nicht viel. Ne? Ja. Also da bin ich ein bisschen am Kämpfen. Kriege ich nicht hin, aber das ist nicht so tragisch. Und was mal, also ich wollte ja nun auch noch mal wieder auf Tour auf Derby gehen und meine Planung war ja Bryce Canyon. Ich wollte ganz gerne noch mal in Bryce Canyon. Kann man vergessen, das ist die Katastrophe. Also die haben heute Minusgrade, also minus 1 Grad und nachts wird es da richtig kalt, ne? Und alles vor der Schnee, ne? Und heute schneit das da, glaube ich, und morgen gibt es da auch Schnee. Also kann ich vergessen, komme ich mit meinem Auto mit den Sommerreifen, fahre ich da nicht im tiefsten Schnee rum. Da bringe ich mich um, ne? Das haut nicht hin, ne? Also Bryce Canyon kann ich leider knicken. Morgen wird das Wetter, dann dachte ich mir, okay, fährst du morgen am 23. fährst du nach Death Valley. In Death Valley ist teilweise bewölkt, also das Wetter ist so ein bisschen durchwachsen. Dafür übermorgen, also zu Weihnachten, top. Den ganzen Tag blauer Himmel, Sonne und warm, 70 Grad Fahrenheit. Also das ist ja schon was sommerlich, ne? Da kann ich dann ja schon ein T-Shirt rumwetzen. Ne? Kurze Hose habe ich ja nicht. Obwohl, warte mal, ich könnte hier die Dinge abbasteln. Ne? Na, jedenfalls ist es relativ warm, in Anführungszeichen warm. Ne? Also 20 Grad, was sind 70 Grad Fahrenheit? Oder knapp über 70, 72, das ist schon okay. Ne? Das ist schon so 17, 18 Grad. Ne? Ja, dann fahre ich also zu Weihnachten. Meine Weihnachtstour wird Death Valley werden. Und morgen werde ich nochmal schön ins Valley of Fire fahren. Ihr wisst ja, mein Lieblings-State-Park. Dann werde ich morgen den, weil morgen wird es nämlich hier schön, komischerweise. Ne? Also morgen ist hier Toppi, in Death Valley nicht so toll und übermorgen ist in Death Valley toll und hier nicht so toll. Also passt. Also werde ich übermorgen ganz, ganz früh aufstehen, dann werde ich um 4:30 hier losfahren zu Weihnachten. 4:30 hier abhotten, dass ich möglichst viel vom Tag habe und dann will ich ganz gemütlich in Death Valley, finde ich auch cool. Will ich ganz gemütlich in Death Valley so ein bisschen abchillen und meine Zeit verbringen, mein Weihnachtsfest verbringen. Ist ja vielleicht auch mal eine abgefahrene Idee. Entschuldigung. Ja, schneller, schneller. Ne? Und morgen werde ich dann den ganzen Tag, weil es morgen ja so schön wird, den ganzen Tag genießen, nochmal im Valley of Fire und da so ein bisschen rumstiefeln. Ich hatte da ja bei den White Domes da so einen tollen. Bei den White Domes am Ende der Sackgasse kann man über diesen riesen Felsen rüberklettern. Und da habe ich einen Weg gefunden, so eine Furcht runter, in so einen Hinterbereich rein, wo ich schon mal mich rumgetrieben habe. Und dann würde ich da auch noch mal ein bisschen rumkraxeln und rumklettern und rumwuseln. Weil Valley of Fire finde ich toll, das entspannt mich total. Ne? In der Gegend da rum und überall mal ein bisschen gucken und ist genau meine Szene. Ne? Also mache ich morgen Valley of Fire und übermorgen mache ich eben das Valley. Das ist schon schön krank. Ne? Aber geil, ne? Wenn das Wetter da toll ist, ne? Und das ist nicht so windig, übermorgen soll es auch nicht so windig sein, ist nicht kalt da, also. Wunderbar, ne? Also genau das Richtige. Ne? Nochmal ein bisschen Sonne tanken und ein bisschen Spaß haben halt. Ne? Und da ein bisschen abchillen. Ne?
Und das braucht nicht jeder, ne? Zu Weihnachten in Death Valley rumhängen ist auch geil, eine geile Idee, ne? Ja. Soll ich da meine Weihnachtsmütze ab? Das müsste ich normalerweise ein Weihnachtsvideo aus Death Valley machen, ne? Für euch. Jetzt mache ich nur meine Weihnachtsmütze mit. Da mache ich ein Sondervideo. Ein Sondervideo, ein Weihnachtsvideo. Perle aus Death Valley, ja. Das ist bestimmt eine lustige Idee, ne? Das ist schon bekloppt. Ja, so sieht's aus. Also, mich treibt hier momentan nichts, weil ich chill hier ein bisschen rum. Bin gestern auch wieder ein bisschen spät ins Bett, habe ein bisschen wenig Schlaf gekriegt. War ja gestern meine Downtown-Tour noch gemacht und dann war ich nochmal unten im Casino. Und das hat wieder alles ein bisschen länger gedauert. Und um 2:30 war ich hier wieder im Zimmer. Ja, lief ganz gut. 2:30 war ich ja, deswegen, dann bleibe ich so lange laufen lassen, wie es läuft. Aber irgendwann ist man auch mal müde, ne? Habe ich ein bisschen ein paar Dollars gemacht. Und heute Vormittag lief es nicht ganz so gut. Da ist quasi ein Teil der Dollars, die ich gestern gemacht habe, so wieder verschwunden. Ja, das ist denn dieses hier, ne? Keine großen Highlights. Fias hatte ich auch mal einen Strat gerissen hier unten am Dings, aber leider wieder ohne Kicker. Also diese ganzen heißen Sachen so mit Kicker, das habe ich noch gar nicht gerissen. Wird Zeit, ne? Wird langsam echt mal Zeit. Die Zweier, Dreier, Vierer ohne Kicker, Asse ohne Kicker, das ist alles Käse. Da kommt kein Geld bei rum, ne? Weil zum Beispiel, ja, coinmäßig, vier Zweier, Dreier und Vierer mit zwei, drei oder vier oder Ass als fünfte Karte. Also Zweier, Dreier und Vierer bringen normalerweise 400 Coins. Das ist nicht die Welt. Das sind nur 100 Dollar, ne? Bei 25 Cent Einsatz, Bet 5, ne? Also 1,25 Dollar. Wären dann nur 400, 100 Dollar. So, aber 200 Dollar, wenn der Kicker dann noch dabei ist. Beim Ass ist es so, 200 Dollar und wenn der Kicker dabei ist, sind es 500 Dollar, ne? Und das sind die Sachen, auf die ich scharf bin, ne? Also die ganzen, also Zweier, Dreier, Vierer und Asse mit dem passenden Kicker. Weil die spülen wirklich ein bisschen Kohle in die Kasse. Und da rappelt es dann schon ganz gut, ne? Aber ich habe jede Menge Vierer schon gehabt, aber das ist alles so, ja, 0815 Vierer, die bringen nicht so viel, ne? Da hält man sich gerade so über Wasser, das ist dann wieder diese Geschichte, ne? Dann geht es wieder ein bisschen runter und dann hat man wieder Vierer, dann ist man wieder bei Null, dann hat man wieder Vierer, dann ist man bei Null, dann hat man zweimal hintereinander in Vierer, dann ist man vielleicht ein bisschen vorne, dann ist man wieder bei Null. Also das ödelt immer um Null rum. Das ist scheiße. Ich will nach oben, ne? Damit ich dann auch mal richtig noch einen Zahn zulegen kann, ne? Was ich schon mal gesagt habe, ne? Weil dann wird es nämlich erst für mich richtig interessant, ne? Wenn ich einen Zahn zulegen kann, weil dann locken die großen Gewinner, ne? Muss man aber auch aufpassen, wegen der Steuerproblematik. Aber ich habe ja mittlerweile so gute Connections, selbst wenn ich einen Gewinn einfahren sollte von über 1200 Dollar, so Handpay, dann ziehen die ja 30% Steuern ab. Also bis 1200 bei den Slots und bei allen Automaten zum Beispiel. Bei den Tischen nicht. Wenn ich da jetzt 1250 gewinnen soll, als Beispiel jetzt, dann muss ich 30% Steuern zahlen. Also macht es mehr Sinn, auf Gewinne zu gehen, die genau bis 1199 Dollar gehen, weil das kriegt man komplett, ne? 2 Dollar mehr, schon werden 30% abgezogen, ne? Da sind dann gleich 300 Flocken weg, ne? Die kann man sich aber über eine Steuererklärung wiederholen. Da muss man sich so ein ITIN beantragen, das ist mit dem Finanzamt hier. Also ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, der ganze Mist, ne? Also, wenn man normaler Spieler ist, lassen die einen eiskalt verhungern, da muss man sich selbst drum kümmern. Wenn man einen Host hat und in der Regel, ja, also wenn man einen Host hat, ist es so, die kümmern sich drum. Die können diese ITIN so nach dem Motto: Machen Sie sich keine Sorgen, wir ziehen das Geld ab, aber Sie kriegen es ausgezahlt übermorgen. Wir beantragen diese ITIN oder sowas. Oder wir zahlen es komplett aus und wir holen den Antrag, dann holen wir uns das Geld zurück. Von der Steuerbehörde sozusagen. Weil als Ausländer ist es nämlich so: Brauchst du normalerweise keine Steuern auf Gewinne bezahlen, egal wie hoch sie sind. Die sind steuerfrei. Aber das interessiert die erstmal einen Scheißdreck. Die behandeln jeden gleich ab 1200 Dollar. Ziehen Sie es ab und dann muss derjenige, der gewonnen hat, auch der Ausländer, muss dann eben selbst zusehen, wie er diese Steuernummer bekommt. Die muss man einmalig beantragen. Ziemlich komplizierter Vorgang. Und wenn man die hat, ist die lebenslang gültig. Das heißt also, beim nächsten Gewinn zeigt man dem Casino: Ich habe hier ist die ITIN, hier ist die Nummer. Zahlt mir das bitte komplett aus, ne? Also, sollte sowas passieren, würde ich sofort zu Punkt, Punkt, Punkt gehen, also zu meiner Süßen, und würde sagen: So und so sieht es aus. Wie machen wir das mit der Steuer? Und dann wird die garantiert sagen: Ich kümmere mich drum. Ich beantrage für dich die
Item, die notwendige, damit wir es komplett auszahlen können. Ne? Ja, so wird es wohl laufen. Hoffe ich. Naja, so wird's auch laufen. Wenn man kein Haus hat, ist scheiße. Ne? Aber wenn man ein Haus hat, ist das alles. Sollte es kein Problem sein, dann hat man schon sehr, sehr gute Karten. Warum sich da nicht drum kümmern? Die springen schon wieder vom Turm runter, so schön ist das draußen. Ein Geschreie. Ja, nun werde ich heute mal meine Strip-Tour machen. Wir da mal bestimmt am Strip, im Center-Strip rum. Wuseln, ich werde wieder ins Bellagio fahren und dann vom Bellagio werde ich dann eben Meile machen, ne? Und Strecke reißen. Und eben so lange, wie ich da Lust und Laune zu habe, will ich dann am Strip rumrennen und ein bisschen Fotosafari. Aber das mache ich erst dann, wenn es dunkel ist, weil dann wird es für mich interessant. Ne? Tagsüber, gut, könnte man auch nochmal machen. Ne? Tagsüber könnte ich da auch nochmal rumwuseln. Aber ich finde den Strip halt eben nachts interessanter, deswegen warte ich hier ab, bis es nachher ein bisschen dunkel wird. Ich könnte jetzt auch losfahren, habe ich aber jetzt keine Lust zu, irgendwie. Ich wollte mich schon hier sogar noch Mittagsschläfchen machen, ich wollte mich ja schon 2 Stunden hinlegen und ein bisschen rumördern. Achso, ich habe auch einen interessanten Kommentar gekriegt, warte mal, den kann ich euch ja mal vorlesen. Moment, den lese ich euch mal vor. Ich habe einen interessanten Dampfer-Kommentar bekommen. Ah, apropos Dampfer-Kommentar, yes, Dampfer. Den will ich euch mal vorlesen. Moment, jetzt muss ich mir das mal einloggen. Entschuldigung. Also da hat wieder irgend so ein Torfkopf geschrieben. Irgendwie so ein hirntoter Torfkopf. Echt? Mit so einer Gasmaske, so ein Heini, ne? Ja, verstecken sich auch noch und machen da den Dicken, ne? Ich lese euch das mal vor. Also, Katastrophe. Katastrophe. Der fing erstmal, der hat zu meinem, kann man Fußnägel-Dampfer, zu meinem Dampfer-Video. Ich sage euch gleich Bescheid. Moment. Ich habe das extra nicht gelöscht, weil ich euch das zeigen wollte. Hier, Fräulein Wunder nennt er sich. Der hat das geschrieben, ne? Ja, da habe ich dem. Also, wie bekloppt, ne? Keine Ahnung, da war wieder mitteilungsbedürftig. Den hat das natürlich fasziniert, dass ich mir mit dem Dremel spaßeshalber die Füße mache. Er hat aber nicht begriffen, dass das eigentlich nur so eine Witzeinlage war in dem Video, dass das einfach Comedy war. Ne? Peace, meine lieben Dampferfreunde. Oh, es ist wieder Zeit, sich die Füße zu machen. Stinkt das? Ich schwenke mal wieder nach oben. Hat er nicht verstanden, habe ich ihm versucht zu erklären. Und dann wurde er leicht aggressiv, aber das war schon das Generelle von dem hier. Warte mal, was kam da als nächstes? Ja, das kam dann danach. Fräulein Wunder hier, Gasmasken. Also wahrscheinlich irgend so ein Fetischist, ne? Der den ganzen Tag so mit Gummisachen zu Hause rumrennt. Gummiwindeln oder ich weiß es nicht, was das für ein Heini ist. Da hat er dann geschrieben, mal grundsätzlich angemerkt, lieber Herr Michael Plitschke, er braucht mich nicht so förmlich ansprechen. Er kann auch sagen, Perle, gerade wenn er als Fräulein Wunder unterwegs ist. Ne? Fräulein Wunderbra. Wunderbar und Wunderbra. Wenn man sich dann auch schräges Verhalten exponiert, sollte man anschließend. Also dieses Geschreibsel da, ne? Das kommt mir vom Stil hier besonders bekannt vor. Ich glaube, das ist so ein Heini, den ich schon mal gesperrt habe. Nee, unter einem anderen Namen. Ja, ist auch wieder so ein Fake-Account, ne? Da hat er 3 so eine Spielevideos online und kritisiert andere Videos und hat selbst keine eigenen Videos, ne? Also, ja, also macht's erstmal besser, meine lieben Freunde. Dremelt euch an den Brustwarzen rum oder sonst irgendwas, würde ich sagen. Respekt. Ne? Ich mach's ja nur mit den Fußnägeln und dann auch nur als Gag. So als Einleitung sozusagen zu meinem Video. Ihr wisst ja, die 5 Lehr- und Lernschritte und ein Schritt ist Motivation. Und das hat ja bei ihm gefruchtet, das hat ja funktioniert. Aber ihm passt denn eben nicht, dass ich
dass ich nicht verstanden habe, warum er so einen blöden Kommentar schreibt. Ne? Wenn man sich durch schräges Verhalten exponiert, sollte man anschließend auch damit rechnen, dass man entsprechende Kommentare bekommt. Nein. Nein. Schräges Verhalten, okay. Man kann gerne kommentieren zu dem Video, nicht zu einzelnen Gags, die in dem Video sind. Man kann natürlich schreiben, fand ich gut oder fand ich scheiße. Das ist ja in Ordnung. Kann ja jeder. Ne? Aber der Kommentarbereich ist nicht dazu da, einfach irgendwelche Leute niederzumachen. Nerdmäßig, das ist ja auch so ein Nerd. Dieser Fräulein Wunder ist auch ein klassischer Nerd, der den ganzen Tag nur vor dem PC rumsitzt und seine schlechte Laune an anderen Leuten auslässt. Ist ja auch in Ordnung so. So einen Kommentar bekommt. Natürlich, nur wenn es einem nicht Spaß machen würde, alle anderen doof für doof zu erklären. Ja, also, Fräulein Wundert, finde ich zum Beispiel schon mal doof. Also, er ist hier so der Wissenschaftler-Nerd, der sich seine Welt zusammenbaut, wie sie ihm gefällt. Das ist ja auch absolut in Ordnung so. Aber wenn er ein Problem mit meinen Videos hat, dann soll er sie nicht gucken. Na, wenn er Videos scheiße findet, nicht gucken. Aber das begreifen die Leute nicht. Die sitzen natürlich, die saugen sich das rein und finden das natürlich, finden das schon wieder so geil, dass sie sagen, oh Mist, also dem drücke ich jetzt mal rein. Der hat so viel Lebensfreude, ne? Der hat so viel Lebensfreude. Der macht so kreative Sachen, also so verrückte Sachen. Das kann ich nicht. Also ist das ein automatischer Arschloch. Ne? Also Fräulein Wunder ist wahrscheinlich jemand, der überhaupt nichts auf dem Kasten hat und erstmal über andere abwässern will. Also ein klassischer Nerd. Ne? Natürlich, wenn sie, ja. Natürlich für Duft zu erklären. Lieber Perle, naja, endlich. Also gespaltene Persönlichkeit. Also weiß nicht, wie er mich ansprechen soll. Ne? soll er mein Freund sein? Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Wobei, Fräulein Wunder, das ist bestimmt ein Macker. Ne? Also wenn es eine Frau wäre, würde ich sagen, sofort Selbstmord. Das ist die einzige Erklärung. Bei Frauen würde ich sowas natürlich ja, blöd finden. Aber es gibt ja nun auch riesige Weiber, das wissen wir ja mittlerweile. Ja, warte mal, was steht denn hier? Lieber Perle, mach was auch immer deine innere Leere füllt. Ja, Freunde, also meine innere Leere fülle ich nicht, sondern ich fülle eure innere Leere, weil ich mache meine Videos nicht für mich, sondern für euch. Ne? Und ich weiß, was euch gefällt und das bediene ich. Die Leute wollen meine Videos so genau so haben, wie ich sie mache. Und das begreift Fräulein. Gasmasken, Gummischlüpfer, Wunder nicht, wunderbar nicht. PS, jetzt geht's los. PS, ne? Also er schreibt mir einen Brief. Wenn Avatare einen so tief blicken, ja, ich habe dann geschrieben, so von wegen, muss er gerade sagen, wo er mit so einer Gasmaske hier in so einem Fetisch-Outfit da unterwegs ist im Internet und noch nicht mal sein wahres Gesicht zeigen kann. Ja, es wird schon seinen Grund haben, dass er in so einem Gasmasken, in so einem perversen Gasmasken-Outfit und ich nehme mal an, Dummy-Account unterwegs ist. Ne? Ja, PS, wenn Avatare einen so tief blicken, einen so tiefen Blick zulassen würden, das wäre dann wohl die Aussage deines Bildchens. Vermutlich, dass du selbst dein größter Fan bist, bla bla. Nein. Ja, die Aussage meines Bildchens ist, das habe ich geklaut. Das ist gar nicht mein Bildchen. Das hat ein User gemacht, um mich zu ärgern. Und das fand ich so lustig, dass ich es einfach damit reingenommen habe. Ne? Ob ich meine Videos gut finde, das weiß ich nicht. Das ist auch völlig egal. Und ich bin auch nicht mein eigener Fan. Aber im Gegensatz zu Fräulein Wunder mag ich mich. Ich find mich nett. Das ist einfach so. Also ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich habe da so keine Krise und keine Probleme mit. Und dass das solchen Leuten natürlich nicht schmeckt, ist klar. Ne? Also ich habe einfach... Upsala. Und muss ich natürlich... Ja, jetzt ist die Kamera ausgegangen. Und muss ich natürlich verstecken hinter einer Gasmaske und irgendwelchen hohen Kommentaren. Ja, aber... Fräulein Wunder hat nicht locker gelassen. Sie wurde ein bisschen aggro nachher. Und ich habe hier nur einen Teil, das geht noch weiter. Ich weiß nicht, kann ich den noch anzeigen komplett? Lass mal gucken hier. Das ist nämlich auf Antworten klick. Nee, kann ich nicht, weil Fräulein Wunder habe ich nämlich mittlerweile gesperrt. Mal gucken. Weiß ich nicht, kann man das irgendwo, die gesperrten Sachen anzeigen? Das geht bestimmt, ne? Aber interessiert mich nicht. Egal. So, dann hat Fräulein Wunder, ich habe dann wieder eine Antwort geschrieben, ein bisschen Ärger, ein bisschen Kitzel. Mal gucken, was da dabei noch rumkommt. Hat natürlich wieder wunderbar funktioniert. Ne? Ja, jetzt ist Fräulein Wunder, Wunderbra, die Hosen runter. Lieber Perle, ja, lieber Herr Balitschke, aus lieber Herr Balitschke wird lieber Perle. Und dann heißt es noch, liebe, da darf ich dir meinen Pimmel im Po stecken. Vergiss es, Fräulein Wunder, darfst du nicht deine Fetischspielchen in deinen Gummilack- und Ledersachen und deine Gasmaskensachen, die mögen dir vielleicht große Freude machen irgendwie im Altenheim, aber ist es nicht meins. Tut mir leid. Also, lieber Perle,
deine laschen kleinen Boshaftigkeiten. Laschen kleinen Boshaftigkeiten. Also wenn du meine Videos auf meinem Twitter kennen würdest, wie viele andere Dampfer, dann würdest du nicht sagen, lasche kleine Boshaftigkeiten. Also ich bin richtig fies, ne? Ich bin ein richtiges Schwein. Also solche Leute zerlege ich. Und mein Freund Fräulein Wunder oder meine Freundin Fräulein Wunder, die, das ist jetzt noch so öffentlich, da bin ich vorsichtig. Aber da werden wir nochmal ein Sondervideo machen. Das wird wieder lustig. Das kann ich wieder schön zerreißen unter dem Stichwort verrückte Dampfer. Deine kleine Boshaftigkeit kannst du dir, wie sagt man noch gleich, in den Arsch schieben. Ja, geil, ne? Also jetzt geht's los, ne? Jetzt geht's los. Die Dampfer zeigen jetzt mal wieder, nachdem sie irgendwelchen Unsinn geschrieben haben und merken, sie kommen damit nicht durch, dass mich das alles nicht interessiert, fangen sie an, wieder durchzudrehen. Das ist immer das gleiche Spiel. Dampfer schreiben irgendwann einen hohen Kommentar, dann schreiben die hohen Kommentar zurück. Soll ja passen. Ne? Und dann sind sie beleidigt, ne? Und blären und weinen da rum und pieken ein bisschen rum. So, und dann pieke ich zurück. Und dann rasten die natürlich total aus. Die begreifen gar nicht, dass ich die einfach dann hochnehme. Ne? So geil. Und naja, kann ich mir einen Arsch schieben? Würde er ganz gerne haben wollen, weil in dieser Gasmaskenszene ist es wahrscheinlich so, dass man viele Sachen, also es könnte sein, dass es eine Frau ist, die so popomäßig da irgendwie großen Spaß hat. Ne? Und wenn es ein Mann ist, vielleicht auch. Man weiß es nicht. Also kann ich mir einen Arsch schieben? Nee, ich schiebe mir nichts in den Arsch. Warum sollte ich mir was in den Arsch schieben? Du bist ein narzisstischer, einsamer, alter, verbitterter, verwirrter Herr. Ja, also, diese Aussage, wenn ihr genau auf diesen Wortlaut hört, den habe ich schon mal gepostet. Das ist garantiert der gleiche Mann. Also einige Leute sind auch so blöd, die schreiben genau 1:1 ihren, ja, weil die haben ja nur immer das Gleiche. Und das hauen sie dann immer wieder raus, ne, um die Leute zu ärgern. Aber damit sind sie bei mir falsch. Verwirrt, ja, bin ich, natürlich, klar. Natürlich bin ich das, ne? Und du bist einfach nur jemand, ein Nerd, der im Internet anonym rumläuft, nicht seinen richtigen Namen sagen will, nicht sein richtiges Gesicht zeigen will und keine Videos produziert. Ja, das bist du. Ne? Und verwirrter Herr, ich war lange genug in der Altenpflege, um derartigen Sätzen umgehen zu können. Ja, also in der Altenpflege. Ja, klar war in der Altenpflege. Zu mir hat es bei ihm nämlich nicht gereicht. Ne? Also wenn er was Vernünftiges gelernt hätte, hätte er so einen Schrott nicht machen brauchen. Aber okay, jeder soll Altenpfleger werden. Wenn es denn nur diese Möglichkeit für die Leute gibt. Ne? Das ist ja so Friseur-Altenpfleger, das ist ja so... In unserem sozialen Umfeld ist das ja mehr so die Unterschicht. Und okay, Altenpfleger ist ein schwerer Job, aber ich glaube, seine Kompetenz als Altenpfleger lässt stark zu wünschen übrig. Ich als Dr. Perle könnte sagen, er muss zum Arzt. Ne? Der hat ein Problem, er ist ein Nerd. Er ist einfach ein Nerd. Ne? Das kann ich sogar sagen, ohne dass ich studiert habe. Das sehe ich anhand dieses Beitrages. Du provozierst gern mit deinen affigen Auftritten und schaffst es anschließend nicht mit dem boshaften oder, wie meiner ursprünglichen Kommentar eigentlich gemeint war, spaßhaften Reaktionen klar zu blablabla. Also geht das immer noch so weiter. Da hat eine ganze Menge Müll geschrieben. Also ich habe mir das bis zur Hälfte durchgelesen, dann dachte ich mir, weißt du was, sperren. Nerd halt, ne? Sperren, raus aus meinem Kanal. Solche Leute will ich nicht haben, insbesondere, weil mir der Wortlaut auch sehr, sehr bekannt vorkam. Mit dem habe ich schon mal Kontakt gehabt und ich glaube, das ist nämlich auch so ein Gesperrter. Der hat sich wahrscheinlich nur einen Account gebastelt und versucht es jetzt wieder, ne? Also, ich müsste das nochmal analysieren, aber dazu ist mir dieses Fräulein Wunder nicht wichtig genug. Ich müsste mal analysieren, wer das gewesen ist, aber den ich schon mal gesperrt habe, von den Kommentaren hier, von dem Wortlaut, das könnte man rausfinden. Kam mir verdammt von der Machart her, kam mir das verdammt bekannt vor. Also das ist ein alter Bekannter, der mit einem neuen Account sozusagen wieder anfängt, Unsinn zu posten. Ja, schon wieder rausgeflogen, würde ich mal so sagen. Selbst schuld, ne? Also, falsche gelernt, falsche im Kopf und die falschen Videos geguckt. Also, nochmal, Fräulein Wunder, Gasmasken, Gummi, Schlüpfer, Fetischist. Hier, ne? Also, Fräulein Wunderbar. Wenn du Videos blöde findest, kleiner Tipp, mach den PC aus. Gar nicht gucken. Dann brauchst du dich auch gar nicht aufregen. Und ob ich nun meine Videos für meine Abonnenten mache oder auch nicht, das geht dich gar nichts an. Das ist eigentlich meine freie Entscheidung. Insbesondere, da du gar keine Videos machst, weil du wahrscheinlich gar nicht in der Lage bist, einen geraden Satz rauszuhauen. Ja, zu diesem Thema, bekloppte Dampfer, das ist jetzt wieder so ein bekloppter Dampfer, den wir irgendwo hier kennen, oder den ich irgendwo hier kenne, vom,
vom Geschreibsel. Kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und das ist wieder so ein Dampfer. Da kriege ich jetzt morgen, glaube ich, von einem anderen, der hat Kontakt mit mir aufgenommen. Ich sage den Namen erstmal nicht. Ich werde jetzt so eine Rubrik machen, bekloppte Dampfer, mit so einer Art, ihr kennt ja meinen Fake Hangout. Ich wollte ja mal so ein Fake Hangout machen. Ich habe es nicht gemacht. Und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr machen. Muss ich mal gucken. Ich glaube wohl eher nicht. Vielleicht mal, wenn ich ganz viel Zeit habe. Aber die Sachen habe ich immer noch. Vielleicht verwurste ich die nochmal. Jedenfalls habe ich mir jetzt überlegt, kleiner Aufruf an euch. Ich werde jetzt in meinen künftigen Videos, die so ein bisschen mit Dampfen auch zu tun haben und mit dem Dampfausstieg und dem Dampfwahnsinn, würde ich ganz gerne mal so eure Meinung zu dem totalen Irrsinn des Cloud-Chasings und der ganzen durchgebrannten Dampfer, würde ich da ganz gerne mal hören wollen. Und derjenige, der hat Kontakt bei mir, mit mir aufgenommen, der hat Kontakt mit mir aufgenommen. Ui, Entschuldigung. Und der schickt mir jetzt ein Video zu und das finde ich ganz geil. Da habe ich gesagt, klar, baue ich bei mir mit ein. So, damit auch andere mal sehen, dass ich nicht alleine bin. Ne? Also dass es ganz, ganz viele normale Dampfer gibt, die diese ganzen Vollirrendampfer, also diese ganzen hirntoten Dampfer, die nur Cloud-Chasing machen, sich mit riesen Dampfmengen umgeben und also total übertreiben und sich ins Grab dampfen und auch der gesamten Dampfer-Szene schaden, dass die dass die mal bei mir zu Wort kommen, dass ich sie da so mit einbaue, ganz unterhaltsam. Finde ich cool, die Idee. Und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also das Video müsste ich morgen kriegen. Der produziert das heute Abend. Oder wahrscheinlich jetzt. Warte mal, wie spät ist das in Deutschland? War schon eins. Hat er schon produziert. So. Und lädt das wohl hoch und dann kann ich mir das dann entsprechend runterladen. Und in meine Videos mit einbauen. Als Newsbreak sozusagen. Ne? Was andere von diesem ganzen Wahnsinn halten, von diesem ganzen Dampferwahnsinn, wo ich, der mich dazu bewogen hat, jetzt auch Nichtraucher zu werden. Weil, okay, ich war noch nie so auf diesem Weg, auf diesem Irrsinnsweg, aber die Dampfer, die haben echt einen Knall. Man sieht es ja auch an diesen Kommentaren hier von diesem Fräulein Wunder Gasmaske, dass die Leute voller Aggression sind, dass das diese Nerd-Fraktion ist. Also das sind so Leute, die stehen auf und die brauchen, also den wirft man nur irgendwie was hin. Und die drehen dann durch. Die drehen dann einfach durch. Und wenn es nur ein Gag ist, fangen die total an auszuflippen. Ne? Und wenn man dann noch so ein bisschen piekert, ne? Wenn man dann auch noch ein bisschen gemein ist, ne? Dann rasten die richtig aus. Ne? Dann lassen die da so die Hose runter und zeigen so das kleine Pimmelchen oder das kleine, wenn es eine Frau ist, das kleine und, ne? Und ja, lassen dann da so die Hosen runter und zeigen einem da alles, dass man sagen würde, das mit dem Altenpfleger ist vielleicht das Richtige, was Fräulein Wunderbaum da fabriziert. Für mir reicht es wahrscheinlich auch nicht. Und auch wenn sie sich Mühe gibt. Ne? Also, sie wird ihrem Job gerecht. Ne? Also, okay. Ja, es gibt ja so Frauen, oder es kann ja auch ein Mann sein, das ist auch irgendwie ein Mann oder ein Schwuli, oder ist ja auch völlig egal. Jedenfalls ist es ein Dampfer. Und das ist so ein Dampfer, den das Dampfen wieder fertig gemacht hat. Dem passt einfach nicht. Meine Meinung, dass ich doofe Dampfer doof finde. Ne? Und solche Typen wie er auch. Also fühlt er sich gleich angesprochen. Ne? Fühlt er sich sofort angesprochen, als ich gesagt habe, ich finde dumme Dampfer dumm. Und er hat gesagt, wie? Stimmt, Perl hat mich gemeint, ich bin Idiot. Richtig. Richtig, genau. Ihn habe ich gemeint. Natürlich. Ne? Und dann fangen sie an durchzudrehen. Ne? Mir noch kackegal. Das ist mir scheißegal. Als wenn ich... Also solche Sachen sind ja immer das Unterhaltsame bei meinem Channel. Sowas muss man zeigen, sowas muss man den Dampfern zeigen. Und dann muss man vor solchen Menschen auch warnen. Ne? Also, beziehungsweise vor dem Dampfen warnen, nicht vor den Menschen. Weil vielleicht war der ja mal ganz normal in der Birne, aber das glaube ich nicht. Die sind ja schon vorgeschädigt irgendwie. Na gut, sieht man ja nur auf so einer beruflichen Laufbahn. Wobei, Altenpfleger, das ist natürlich ein anständiger Beruf, ne? Sag ich mal. Ne? Das muss ja auch gemacht werden. Ne? Ich bin ja nur auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Vielleicht lande ich auch noch mal irgendwann da und dann muss ich dann gepflegt werden. Ne? Probe abwischen und solche Geschichten. Ne? Vielleicht deswegen auch die Gasmaske. Ne? Da krieg ich einen guten Witz. Was ist 30 Meter lang und stinkt nach Pisse? Polonaise im Altersheim. Ja, okay. War nicht lustig. Ne? Aber Altenpflege halt. Ne? Das ist ja so die Fraktion. Ne?
Ich könnte ja sein, dass ich auch mal ins Altenheim komme. Ne? Weil ich ja nun aufhöre mit dem Dampfen, stehen die Chancen gut, dass ich uralt werde. Ne? Und im Altenheim sitze und am Wochenende quasi die Dampfer auf dem Friedhof besuche. Ne? Die Cloudchaser, die Hardcore-Dampfer, die 100 Milligramm, 100% Nikotinmischer, also alles, was sich da so unter die Erde fabriziert hat mit dem Dampfen. Ne? Und auf den Gräbern tanzen dann die Händler. Ne? Und, oder mach noch Schlimmeres. Ne? Mach noch Schlimmeres. Also, jetzt geht meine Fantasie wieder mit mir durch. Ne? Ja, also meine lieben Dampfer, Raucher, Raucher gut, Nichtraucher besser und Kiffer okay. Es ist eine mittlere Katastrophe, was für Dampffaschisten es in der deutschen Szene gibt. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch für Deutschland auch. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das hier auch in Amerika genauso abgeht. Ich glaube es eher nicht. Das ist vielleicht auch in Deutschland so ein bisschen historisch begründet. Ne? Jetzt haben wir ja nun auch hier diesen Rechtsruck in unserem Land. Ne? Jetzt kommen da so ein paar Leute, die ihr Haus, ihr Heim verlassen haben, ihre Heimat verlassen haben, alles hinter sich abbrechen und verzweifelt sind. Ne? Und was haben die Heinis zu tun? Die haben ja nichts Besseres zu tun, als den Leuten den Kopf einzuschlagen, verbal. Und die, ja, so eine Art, wie wir es mal im Dritten Reich hatten. Ne? Also ich finde das echt eine Katastrophe, was bei uns in der Bevölkerung, in den Köpfen der Leute los ist. Also die Verrohung und die Verdummung der Bevölkerung nimmt immer mehr zu. Und das schockiert mich schon so ein bisschen. Und bei den Dampfern ist es besonders auffällig. Die haben ja nicht nur diese generelle Verblödung, Verdummung, RTL, ProSieben und wie über die Medien, PlayStation, den ganzen Scheiß. Also deren Wissensstand und Kenntnisstand ist hier nicht unbedingt so hoch und so groß. Das reicht gerade mal für 3 Wochen All-Inclusive-Türkei, sich besaufen, 3 Wochen dauerbesoffen rumrennen. Na gut, besaufen mache ich mich ja auch, tue ich auch, aber nicht so extrem halt. Ich habe das bleibt hier noch alles noch unter Kontrolle. Und also die Verblödungsvarianten oder die Verblödungssituation ist so dramatisch, dass mir da Angst und Bange wird. Ne? Also da möchte ich gar nicht alt werden und dann irgend so einem Gasmaskenaltenpfleger da in die Hände fallen. Aber ich glaube, auch im hohen Alter hätte ich dann die Möglichkeit, denjenigen zu erwürgen. Notfall, weil wenn ich nachher 80 bin, ist es kein Problem, wenn es ein paar Altenpfleger weniger gibt. Also dann würde ich durchdrehen. Ne? Solche Typen, die würde ich abklatschen. Ne? Also auch solche Typen, wenn die mir so im realen Leben begegnen würden. Ne? Also ich bin ja nicht, also ihr wisst es, ich bin kein aggressiver Mensch. Ne? Aber wenn jemand drum bittet, beziehungsweise bestellt, dann bekommt er auch, ne? So klar. Also bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Also da würde ich die Leute wegklatschen, ne? Kenne ich nichts, ne? Bum, bum, 2 Schläge. Ich schlag den. Und auch wenn es eine Frau, na, eine Frau würde ich wahrscheinlich nicht hauen, ne? Der würde ich wahrscheinlich eine Backpfeife verpassen, vor versammelter Mannschaft, ne? Ja, 2 Schläge. Ich schlag den, der schlägt auf den Boden, ne? Also ich bin da auch, also da fackel ich auch nicht lange rum. Ich bin, also bis ich durchdrehe, das dauert lange. Aber wenn ich durchdrehe, ist das so wie im Nachbarzimmer. Dann fliegen die Fetzen. Also dann höre ich auch nicht auf. Ne? Dann mache ich so lange, bis derjenige fast tot ist. Ne? Also Idioten. Ne? Also absolut Idioten. Und da werde ich richtig wütend, weil diese Typen, diese Dampfer, diese Dampffaschisten und kranken Menschen, die agieren im Internet komplett nur so. Die sind nur so in Gange. Die sind nur aggro gebürstet und randalieren nur rum und sind destruktiv. Also nichts Konstruktives. Die reagieren nur irgendwie, man piekt die und dann reagieren sie. Man piekt sie und sie reagieren. Ne? Und das kann im Video, braucht man sich nur die Fußnägel ein bisschen dremeln. Und das ist für die schon genug, um zu reagieren. Ne? Ne? Wahrscheinlich, wenn die im Fernsehen was sehen, was dir nicht passt, dann bombardieren die wahrscheinlich auch ProSieben, RTL, das können die ja gerne machen, waren dann wahrscheinlich gleich alles im Mülleimer, mit irgendwelchen Hass-E-Mails. Ne? Oder eben, weiß ich nicht. Also es gibt ja die schrecklichsten Sachen. Und das ist bei Dampfern extrem ausgeprägt. Nehme ich mal an. Also dieses Nikotin und diese ganzen, vielleicht sind das auch die Aromen, die da drin sind. Ich weiß es nicht. Ich mache mal wieder außen an. Das Nikotin und die ganzen Aromen und der ganze Schnodder, der da drin ist. Also diese ganze Chemie-Scheiße. Das sind ja, also Nikotin ist ja ein Nervengift. Ne? Und da merkt man, dass die Nerven da vergiftet sind. Ne?
dass die Nerven eindeutig vergiftet sind. Das sind so Menschen, die können Altenpfleger machen, aber zu was anderem sind die einfach nicht mehr in der Lage. Sozialkompetenz null. Ne? Die können alten Leuten den Arsch abwischen, die können ihren Job machen. Wahrscheinlich muss man denen noch 20 Mal in den Hintern treten, dass die ihren Job überhaupt anständig hinkriegen. Aber ansonsten kriegen die nichts gebacken. Ne? Nichts gebacken, außer Gasmasken aufsetzen und mit Gummischlüpfern durch die Gegend laufen. Ne? Deswegen wahrscheinlich auch Altenpfleger. Ne? Da ist er ja genau in der richtigen Szene. Gasmaske, ne? Das ist 30 Meter lang, stinkt nach Pisse. Ja, ich meine, das erklärt natürlich auch die Gasmaske. Aber dann sollte man natürlich auch die Eier in der Hose haben und dann unter Reel-Namen schreiben oder zumindest ein Bild posten und einen Kanal haben, wo auch eigene Videos sind. Ne? Bevor man irgendwas anderes kritisiert, muss man zumindest so viel Mumm haben und es besser oder ähnlich machen können. Und das können die Leute nicht. Ne? Und das ärgert sie. Ne? Und das ist der Grund, warum. Und das ärgert sie auch, weil ich übrigens hier, kann man das jetzt ein bisschen erkennen hier? Die kommen auch nicht voran da unten. Die reißen den ganzen Pool ab. Ne? Das wird alles komplett renoviert. Wird alles abgerissen. Ne? Unglaublich. Die renovieren den Pool. Ja, egal. Aber das ist auch der Grund, warum die Leute so unzufrieden sind. Ne? Weil die genau wissen, scheiße, ich kriege nichts auf die Reihe. Und dann reagieren die sich natürlich an anderen Leuten ab. Ne? Insbesondere, wo sie ahnen und auch wissen, derjenige sagt die Wahrheit, aber das passt denen halt nicht. Ne? Weil ich schieße ja nicht gegen diesen Gummischlüpfer da, gegen Fräulein Wunderbra, sondern ich schieße ja gegen alle Verrückten. Und gut, wenn er sich natürlich den Schuh anzieht und er passt wahrscheinlich hervorragend, dann ist er genau meine Zielgruppe. Da habe ich wieder Volltreffer gelandet. Na, wieder einer mehr. Ne? Wobei, denjenigen kenne ich schon vom Schreibstil. Also der hat schon mal bei mir gepostet und ist wahrscheinlich auch rausgeflogen bei YouTube. Ne? Also mit sowas gebe ich mich gar nicht mehr ab. Habe ich keinen Bock drauf. Das ist Zeitverschwendung. Nerds sind Zeitverschwendung. Mit denen spielt man ein bisschen. Die kann man ganz gut benutzen für so ein Video hier. Und dann tschüss. Ne? Tonne. Ne? Da, wo sie hingehören. Sie gehören in die Tonne. Ne? Weil für die ist das Leben gelaufen, für die ist alles gelaufen. Ne? Das ist vorbei. Ne? Und vielleicht, die sind schon DNA-mäßig, in den DNA-Strängen ist wahrscheinlich schon verankert, dass sie nicht unbedingt die Hellsten sind. Aber ich nehme an, das Dampfen spielt da auch noch eine gewisse Rolle. Sie haben sich auch vergiftet irgendwie. Sie sind vergiftet im Kopf. Sie haben einen Fetisch entwickelt und ihr Fetisch ist ihre kleine Dampfmaschine. Ich weiß auch nicht, was sie damit machen. Wenn da schon mit der Gasmaske rumrennt. Vielleicht auch so ein Fetischartikel, es gibt ja so Gasmaskenpartys oder so, ich weiß das ja nicht, was der so privat macht. Und so ist das ja auch mit den Dampfern, ne? Die treffen sich und dann jeder bewundert die Keule des anderen. Im Swingerclub wird nichts anderes gemacht, ne? Im Grunde genommen. Da wird natürlich auch ein bisschen rumgeposert, ne? Und dann wird gevögelt. Ne? Und so ist das bei den Dampfern dann auch. Ne? Bloß, die versuchen mich zu vögeln, bloß ich schaffe es nicht, ne? Mich kann keiner vögeln. Ne? Also, ja, meine lieben Freunde, meine lieben Dampfer, wir sind umzingelt, ne? Wir sind umzingelt von lauter Verrückten. Und ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Es wird es gipfelt nachher in der Tabakprodukte-Richtlinie 2. Und ich nehme an, unser EU-Parlament und auch unsere Bundesregierung, die wissen genau, was sie machen. Also das machen die nicht, also Lobbyarbeit und sowas. Nein, nein, die machen das, weil die meine Videos gesehen haben und sagen, ja, der Perle, der hat recht. Und ich bin ja nun nicht der Einzige, der das erkennt, dass die Dampfer also gehörig an einer Wurzel haben. Ne? Dass sie also nicht mehr ganz sauber sind. Ne? Nicht alle, meine lieben Freunde, nicht alle. Ich kenne ganz, ganz viele Dampfer, die schwer, schwer in Ordnung sind. Und ein Großteil meiner 6.000, ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt, 6.600 Abonnenten, ist auch schwer in Ordnung. Und die Doofköpfe sind zum Glück schon abgewandert. Ne? Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich schon 7.000 oder 8.000. Will ich ja gar nicht. Ne? Was soll ich da Sammelstelle für die ganzen Verrückten werden? Die können zu anderen Dampftubern gehen. Da sind sie gerne, gerne willkommen. Als zahlungskräftige Klientel. Ne? Die werden da verarscht und manipuliert. Können sie gerne, ist auch in Ordnung so. Verarschen und manipulieren, das ist ja auch eigentlich meine Szene. Deswegen bin ich ja auch gerne in Las Vegas, weil das findet hier ja nur statt. Ne? Hier werden die Leute nur manipuliert. Und nach allen Regeln der Kunst, das machen die richtig geschickt hier. Und so machen es auch einige gute Dampftuber, die machen das mindestens genauso geschickt. Also, und die Dampfer sind ja auch nicht unbedingt die Hellsten. Also viele sind nicht unbedingt die Schlausten. Ne? Ja. Sieht man schon daran, dass sie, ich wäre ja auch fast, kann man, ich bin ja, ich behaupte ja nicht mal, dass ich schlau bin. Weil ich war ja auch schon auf der Schiene, dass ich das Dampfen, also die Zigarette durch den Dampfer ersetzen wollte. Großer Fehler.
Großer Fehler. Aber da wusste ich noch nicht, wie gefährlich das Dampfen ist und was das mit den Menschen so fabriziert. Ne? Und das ist nicht meins. Ne? Und was nicht meins ist, das mache ich auch nicht mehr. Da habe ich keine Lust zu. Und ich habe auch keinen Bock zu krepieren, ne? An den ganzen Dampfmassen. Und wobei, das geht ja noch. Also ich dampfe ja noch nicht extrem. Ne? Ja, kommt schon was raus. Ne? Aber es ist weniger geworden. Das passt alles. Meine Reduktion passt. Also, wenn ich dann nachher komplett clean bin, dann können die mich natürlich, dann mache ich vielleicht nochmal, obwohl in meinem Forum habe ich das ja auch schon eingerichtet, so eine Gruppe, wo man sich so untereinander so Tipps geben kann, wie man dann aussteigen könnte. Ne? Ja, meinen Weg demonstriere ich ja auch oder zeige ich auch, wie ich das mache. Und das ist ein guter Weg, denke ich mal, ne? Weg von einer Sucht und dann passt das schon, ne? Von einer schrecklichen Sucht, die einen dumm macht, ne? Oder dumm machen könnte. Es ist ja noch nicht bewiesen, ob das Dampfen wirklich dumm macht. Also okay, für mich ist es schon bewiesen, aufgrund solcher Kommentare, ne? Dass das Leute gibt, die da ein bisschen anfällig sind. So, meine lieben Freunde, ich beende dieses Video. Wir werden uns vielleicht, ich weiß es nicht, am Center Strip sehen, aber da wollte ich eigentlich mehr so Fotosafari machen. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video, mal gucken. Peace. Tschüss. Ja, wie ihr seht, Rucksack ist ausgerüstet. Jacke ist im Rucksack. Perle ist ausgerüstet. Ich wollte gerade losgehen. Oh. Meine lieben Freunde, meine Striptour fällt aus. Aus einem einfachen Grunde. Jetzt kommt ein unangenehmes Thema. Ui, meine Puppe hat zu brennen. Ey, ich habe tierische Bauchschmerzen und Scheißerei, ne? Ging vorhin los, vor einer Stunde. Ich denke, oh, geh doch mal auf Klo, dann passt das schon. Ich fühle mich total kaputt. Ich habe also heftige Bauchschmerzen. Und ich glaube, ich werde noch mal ein paar Mal auf den Pott rennen. Keine Ahnung, was ich da wieder gegessen habe, was mich da so fertig macht. Scheiße, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ne? Ich fühle mich total küdelig hier, total, weiß ich nicht. Bin am Schwitzen wie ein Schwein, mein Bauch tut weh. Mein Hintern brennt. Also heute mache ich nichts, heute gehe ich ins Bett. Wie spät ist das? 7? Ja. Also wenn das so weiter bleibt, dann lege ich mich gleich ins Bett, ne? Ich wollte ja sowieso heute Mittag ein Nickerchen machen, weil ich ein bisschen wenig geschlafen habe. Aber, scheiße, wollte ich gerade los, ne? Ich war schon raus, mit dem Fahrstuhl runter. Ich denke, oh, gerade so auf dem Weg Richtung Parkhaus, schnell wieder zurück, den Fahrstuhl wieder rauf, rein, Toilette, ne? Erstmal ordentlich ein. Ihr wisst schon, das geht nicht. Das geht nicht, das scheiße ich mir unterwegs in die Hose. Und das macht mir auch keinen Spaß, mit Bauchschmerzen durch die Gegend zu laufen, scheiße. Ich habe wieder irgendwas gegessen. Ich nehme an, ich habe heute Morgen, das habe ich schon mal beobachtet, ich habe ja öfter mal Bauchschmerzen. Und das passiert immer dann. Heute habe ich nämlich mal hier Wassermelone mich reingepumpt, ganz viel Wassermelone gegessen. Ich nehme an, die Wassermelonen sind das oder so. Ich habe keine Ahnung, dass ich vielleicht allergisch auf Wasser habe, dass mein Magen oder Darm auf diese Wassermelonen reagiert. Das habe ich immer. Ich habe die schon öfter in Verdacht gehabt. Aber ich glaube, das ist langsam der Beweis dafür. Aber die ganze Zeit habe ich keine Wassermelone gegessen, ging es mir gut. Jetzt esse ich Wassermelonen. Oh, kriege ich wieder Bauchschmerz, ne? Oh, Perle wird alt. Oh, pff. Ich fühle mich richtig kotterig, ne? Echt ätzend. Ich glaube, ich werde heute mal einen Toilettentag machen müssen. Scheiße. Vorher ging es mir noch gut, ne? Da war ja noch alles super, ne? Aber dann, oh, ging so los. Ihr kennt das ja sicher, so brummel, brummel. Da denkst du, naja, brummel ein bisschen, ne? Aua, 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 aua. Oh, muss man auf Toilette, ne? Und dann saß ich auf Klo eine halbe Stunde. Ich denke, oh. Ja, und dann war ich noch ein paar Mal auf Toilette. Und dann dachte ich so, jetzt ist gut. Jetzt kannst du los. Renn runter auf dem Weg zum Parkhaus. Ich denke, ui, 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 schnell wieder zurück. Ich habe auf den letzten Drücker hier reingepäst. Toilette, ne? Oh, jetzt habe ich auch noch Acrylschiss hier jetzt zum Kotzen. Echt? Oh Mann, ey, ich habe alles durch. Ich nehme an, die Wassermelonen sind das. Oh, nee. Gut, mache ich es morgen nach dem Valley of Feiertag. Mache ich dann die Striptour. Unglaublich, echt. Dann mache ich heute mal den Relaxer. Ne? So, meine lieben Freunde, ich melde mich morgen früh wieder. Ich werde relativ zeitig ins Bett gehen heute.
weil ich morgen früh um, also zum, zumindest zum Sonnenaufgang oder um sieben möchte ich, also um sieben macht das Buffet auf. Zum Sonnenaufgang stehe ich auf, dass ich um sieben im Buffet bin. Dann gehe ich ins Buffet, hau mir die Plauze voll und dann rase ich auch gleich los, dass ich um halb neun oder so aus dem Verde Feier bin. Dann habe ich auch noch mal den ganzen Tag. Ne? Und dann treibe ich mich darum und genieße das schöne Wetter. Ne? So ich nicht noch am Morgen auch noch Scheißerei habe. Ne? Da fehlt mir noch. Voll durchgehauen. Ne? Boah. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, zum Kotzen. Nee, das macht dann keine Freude. So, Freunde. Mit Perle ist heute nichts mehr los. Das ist mein letztes Video. Also, wenn ich Bauchaue habe, dann ist mit mir nicht gut Kirschen essen. Dann muss man mich in Ruhe lassen. Peace. Tschüss.